Wir wissen, du bist sehr beschäftigt, weil Ernte. Und Aber ich bin dann natürlich so ein bisschen interessiert grundsätzlich an Uganda, deine Erfahrung mit Uganda als Herkunftsland. Und dann können wir ein bisschen intensiver sprechen über deinen gleichnamigen Kaffee an sich. Du hast ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe ein paar Interviews mit dir gesehen und auch gelesen, die du gegeben hast, wo du in Deutschland geboren hast. Vor ungefähr 10 Jahren in Uganda angefangen, Kaffee anzubauen. Ist das richtig? das ist richtig, ja. Ich bin ja, wie du schon gesagt hast, in Deutschland geboren, in Baden-Baden. Und mein Vater kam 2000 wieder zurück auf unsere Familienfarm, die von meinem Opa damals gekauft worden ist, in den 50ern. Aber dadurch, dass meine Eltern eben dann in Deutschland gelebt haben, war halt niemand mehr hier nach dem Tod meiner Oma. Und da lag die Farm recht brach. Also da hat sich nicht wirklich jemand drum gekümmert und mein Vater wollte immer wieder mal zurück und kam dann, wie gesagt, 2000 hierher und hat wieder die Farm aufgebaut, Kaffeebäume gepflanzt, viele Kaffeebäume gepflanzt und dann, ja, und dann war so die Frage natürlich irgendwann, wer übernimmt die Farm, wenn mein Vater nicht mehr kann oder nicht mehr will. Und von uns drei Kindern war wohl, ich glaube, also der abenteuerlustigste, sagen wir mal. Und habe mich dann, als ich mich dazu entschlossen hatte, dann intensiv mit dem Thema Kaffee und speziell natürlich Robusta, weil es in der Robusta-Region sind, mit beschäftigt und mit Leuten gesprochen, mit Importeuren, mit Röstern in Deutschland. Und das war wirklich schon vor 12 Jahren. 12 Jahren. Und damals war das Thema Robusta ja noch ein ganz anderes Thema, wie es jetzt heutzutage ist. Haben sich Leute teilweise noch beleidigt gefühlt, wenn man nur das Wort irgendwie ausgesprochen hatte. Und da kam dann nicht wirklich viel positive Resonanz. Grundsätzlich waren sie interessiert, aber es war halt immer noch Robusta. Und dann habe ich mir überlegt, ja, die Entscheidung steht, dass nach Uganda zu gehen und mit Robusta zu arbeiten und dann mich nach und nach damit befasst, was kann man mit oder wie kann man den Robusta hochwertiger produzieren. Und habe dann angefangen 2013, ja, fast vor 10 Jahren, herzukommen und Robusta zu verarbeiten und damals schon als Washed. Also schon die erste Saison haben wir einen Handpalper gekauft und Robusta Robusta durch den Handpalper gejagt. Ja, aber das war eine schöne und hilfreiche Zeit. Und jetzt, 10 Jahre später, knapp, immer noch hier, immer noch am Robusta verarbeiten. Das würde jetzt so gleich mehrere Fragen anschließen. Als breite Frage, wie hast du denn, als dein Opa die Farm gekauft hat in den 50er Jahren in Uganda, wie hast du denn die Veränderungen erlebt auf dem ugandischen Kaffeemarkt? Was hat sich in diesen 70 Jahren verändert? Du hast auch gesagt, Robusta hat eben nach wie vor noch einen Ruf, der nicht so gut ist wie der von Arabica, es hat sich ein bisschen gebessert und du hast dir Gedanken gemacht, wie kann man Robusta hochwertiger verarbeiten, also so, wenn du so mal einen Blick auf die Historie werfen kannst von Uganda. Man muss dazu sagen, dass Uganda bzw. Robusta lange Zeit, seit den 70ern, als alles liberalisiert worden war, konnte jeder mehr oder weniger mit seinem Kaffee machen, was er wollte. Und sprich auch, wie er gepflückt wird, wie er weiterverarbeitet wird. Dadurch waren die Qualitäten, die dann wirklich auf dem Markt waren, nicht wirklich gut. Dadurch kam natürlich dann auch der Ruf zustande, dass ugandischer Robusta oder Robusta an sich in den letzten Jahren kein guter Kaffee sei. Es verändert sich, es hat sich verändert, wie du schon gesagt hast. Die Specialty-Coffee-Szene oder die Fine-Robusta-Szene, wie man sie in Robusta nennt, die wächst auch hier in Uganda. Es gibt viele junge, wirklich kreative Farmer oder Produzenten, die das Thema aufgegriffen haben und wirklich gute Qualitäten abliefern können. Viele sind jetzt erst seit 2, 3, 4 Jahren dabei.
Aber das ist ein Trend, den ich sehr positiv sehe. Nicht nur für Uganda als robuster Land, sondern robuster an sich, dass man diesem Thema einfach mehr Aufmerksamkeit schenkt. Was waren denn deine Schritte, die Qualität des Robusta-Anbaus in Uganda zu verbessern? Du hast schon angekündigt, du hattest eine Maschine gekauft. Das war Bestandteil dessen. Ja. Ich habe mir grundsätzlich erstmal die Verarbeitung von Arabica angeschaut, weil viele sagen, ja, Arabica, die Verarbeitung ist viel, viel besser wie die mit Robusta. Klar, es war damals auch eine ganz andere, weil Robusta teilt zu dem Zeitpunkt fast nur als Natural aufbereitet worden war und nicht als Washed. Aber wir haben uns gedacht, das muss halt irgendwie auch gehen. Und dann habe ich mich natürlich mit Farmern unterhalten, mit anderen Produzenten und habe mir das Verfahren angeschaut, das ist dieses Verarbeitungsverfahren. Und eins zu eins konnte man es natürlich nicht kopieren auf Robusta, das geht nicht. Also man muss noch ein paar andere Schritte zwischenstellen. Aber das war ein Prozess über Jahre. Also selbst wenn du die Maschine hast, musst du entweder das Soaking oder das Deeping verlängern, verkürzen. Die Fermentation ist eine ganz andere wie bei der Arabica, weil du hast einfach eine andere Mucilage-Schicht wie beim Arabica. Oder hast du einen Mucilage Remover an deiner Maschine, der schon relativ viel wegnimmt. Oder fermentierst du trotzdem noch, um wirklich dann alles wirklich clean zu bekommen von der Bohne. Also das sind Sachen, die du einfach nur über die Jahre lernst. Aber der erste Schritt, um die Qualitäten zu verbessern mit der Robusta, war eigentlich, dass ich mir die Arabica-Seite angeschaut habe. Und dann das rübergenommen habe, was gut und hilfreich vielleicht war. Und dann aber auf Robusta umswitchen. Hannes, ich will gar nicht die ganze Luft wegatmen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, grätsche ruhig einfach ein. Ja, was mich an der Stelle vielleicht interessieren würde, Stefan, also ich kenne ja deine Kaffees jetzt schon seit 2, 3 Jahren. Und wir haben schon von dir einmal einen Washed Robusta gekauft. Den hatten wir auch eine Weile in unserem Tigaterra Blend genutzt. Ein sehr schöner, sehr sauberer Kaffee. Aber persönlich war ich noch mehr begeistert sozusagen von deinem Honey Processed Robusta. Und das ist ja jetzt auch der Robusta, den wir unseren Kunden präsentieren als Single Origin Kaffee, weil wir den so außergewöhnlich gut finden. Und vielleicht kannst du uns da noch mal kurz erzählen, wie du da, welcher Unterschied das genau ist. Ein paar wissen das vielleicht schon von den Zuhörern, aber ich glaube, das ist noch mal allgemein eine gute Auffrischung sozusagen. Also den Kaffee, wie du schon gerade eben schon gesagt hast, den Wash, den ihr damals bekommen habt, die ersten Schritte sind die gleichen. Sprich, du deepst die roten Cherries. Erstmal muss man natürlich die roten Cherries pflücken. Das ist ein Schritt, den man gerne auslässt, aber ist der wichtigste eigentlich. Die roten Kirschen werden dann in Wasser eine gewisse Anzahl an Stunden gediebt. Dann verarbeitet, also sprich die rote Schale wird entfernt und geht dann durch einen Waschprozess. Also wir haben einen Mucilage Remover, sprich diese schleimige Schicht, die um die Bohne noch dran herum ist, muss bei einem Wash komplett entfernt werden. Das macht teilweise die Maschine, teilweise macht man das auch einfach über Fermentation, sprich in einem Becken, Wasserbecken, wo man die Bohnen dann eine gewisse Anzahl an Stunden, je nach Wetter eben kürzer oder länger. Sprich, bis dann diese ganze Mucilage-Schicht entfernt ist. Dann werden sie danach nochmal gewaschen, um wirklich ein sauberes Bild zu bekommen. Sprich, dass die grünen Bohnen, die hören sich dann so ein bisschen an wie so Kieselsteine, die man aneinander reibt. Dass man dann so wirklich sicher sein kann, jetzt ist der Prozess abgeschlossen, und dann kann man sie auf die Raised Beds bringen zum Trocknen. Beim Honey, bei dem Kaffee, der jetzt quasi bei euch in Regalen steht, wird diese rote Schicht eben auch entfernt. Nur der Unterschied ist jetzt, dass wir diese süße Mucilage-Schicht an der Bohne lassen wollen. Das heißt, die Bohne geht nicht durch das ganze System der Maschine, sondern wird quasi auf halbem Weg gestoppt und die Bohne an sich kommt vorher raus, bevor sie eben in diese Waschstraße, sage ich mal, Waschstraße geht.
Das heißt, du kriegst so eine schleimige Bohne, die sehr süß riecht, die auch süß schmeckt. Das ist so. Und je nach Mucilage, die noch an der Bohne ist, kann man eben einen Red Honey, einen Yellow Honey, einen Red Honey oder einen Black Honey machen. Und wir haben uns eben auch aufgrund von dem Wetter, das Wetter, das wir hier bei uns in der Gegend haben, ist eigentlich ganz ideal für einen Red Honey. Der trocknet langsamer als ein Yellow Honey, aber nicht so langsam wie ein Black Honey. Black Honey sind immer ein bisschen schwierig, weil man da relativ oft sieht, dass sie überfermentieren oder fermentieren wegen der Mucilage-Schicht und der relativ langsamen Trocknungsphase. Daher, der Red Honey ist für uns eigentlich ganz ideal und das ist der, den wir jetzt, oder den ihr jetzt bekommen habt. Ah, das ist interessant. Das wusste ich auch nicht, dass du den als Red Honey, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie du den klassifizierst. Ich finde das allgemein schon erstaunlich. Also eigentlich meine Lieblingsfeinrobuster über die Jahre hinweg sind eigentlich in der Regel Honey Robustas. Und das ist beim Arabica nicht unbedingt der Fall. Das scheint irgendwie bei Robusta, Feinrobuster besonders gut zu funktionieren. Ne? Ich weiß auch nicht genau, was das Secret dahinter ist, aber es scheint einfach diese Süße, die da noch gewonnen wird, das nimmst du schon in der Tasse tatsächlich wahr, finde ich. Das freut mich. Ich meine, wahrscheinlich auch die Mucilage, die einfach beim Robusta einfach vorhanden ist, mehr vorhanden ist wie beim Arabica, kann man eben da nochmal ein bisschen spielen mit, sag ich mal. Ja? Also es ist sehr süß, sehr, sehr fruchtig. Teilweise riecht es dann beim Trocknungsprozess nach Karamell. Also es ist schon interessant. Also ich kann mir schon vorstellen, was ihr mit dem Kaffee macht. Ich hätte da noch eine Frage, Stefan, gerade an der Ja. Stelle. Und zwar, wir reden jetzt auch wieder über Robusta, was ja wirklich so, ich sage mal, Standard ist. Aber jetzt ging es ja zunehmend in den letzten Jahren in die Richtung, okay, eigentlich müssten wir genauer genommen Cannephora sagen. Wie siehst du das als Produzent? Sprecht ihr lokal immer von Robusta oder Cannephora? Oder hast du da eine Meinung oder eine Haltung zu, dass man da irgendwie genauer sein sollte? Oder das wäre eine Frage. Und dann vielleicht die andere Frage noch. Kannst du vielleicht noch mal kurz zu den Varietäten was sagen, die du da bei dir hast auf der Farm? Ja. Ja, das Wort Robusta, es wird in der Szene immer noch, glaube ich, viel mit Robusta bezeichnet. Also es kommt auch immer darauf an, mit wem du sprichst oder wo du bist, mit wem du sprichst. Und wir bei uns hier nennen es Robusta. Richtigerweise, wie du schon gesagt hast, muss es Cannephora heißen. Ich habe da jetzt nicht wirklich eine positive oder negative Haltung zu, wer jetzt diesen Kaffee so oder so bezeichnet. Ich glaube, ich würde auch weiterhin Robusta sagen, obwohl es wirklich wahrscheinlich Cannephora ist, weil es einfach mehr Leute kennen unter Robusta. Cannephora ist für viele noch was sie überhaupt noch nie gehört haben. Robusta ist dann schon ein bisschen familiärer, obwohl es vielleicht noch ein bisschen negativen Touch hat, wo wir einfach dran arbeiten müssen, das irgendwie in die positive Richtung zu bringen. Aber ich glaube eher jetzt so die jetzt so in dieses Business kommen, die nennen es gern Cannephora. Und für mich ist es auch völlig okay. Wir wissen ja, was sie dann meinen. Die zweite Frage, also wir haben hier die ursprünglichen Varietäten, sprich die Nganda heißen die und Erekta. Das sind die Local Varietäten, die es schon immer hier in Uganda gegeben hat. In den letzten Jahren gab es von verschiedenen Instituten Varietäten, die entwickelt worden sind, sprich die K-Linie oder KR-Linie. Aber die haben wir nicht. Wir haben die wirklich, die es schon immer gab hier. Und wir haben teilweise auch selbst dann unsere Cuttings gemacht, also neue Setzlinge gemacht, um wirklich dann von einfach in dieser Linie zu bleiben, ne? Und nicht jetzt irgendwie neuartige Setzlinge einfach auf die Farm zu holen, dann zu mixen. Also wir pflanzen immer noch neue Kaffeebäume, aber nur die Local Setzlinge. Okay, interessant. Verändern sich so Varietäten denn im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte? Also die einzelnen Varietäten?
Ich bin jetzt nicht der wirkliche Profi in dem Bereich, aber die Local, also die Varietäten, die wir hier haben, die haben sich nicht verändert. Die neuen, wie gesagt, die sind teilweise resistent oder sagen sie resistent gegen verschiedene Borer, also verschiedene Krankheiten, die eventuell kommen können. Vielleicht auch noch hitzeresistenter, weil die Sonnenperioden werden auch immer ein bisschen härter und harscher hier. Aber diese Local Varietäten, die sind und waren schon immer so, wie sie waren, und die werden sie auch nicht verändern. Wie ist das da? Also man hat ja landläufig immer gesagt, Robusta ist halt die robustere Pflanze und ist weniger anfällig etc., so als Vergleich zu Arabica. Und Genau. jetzt gab es ja dann doch vor 2 Jahren oder 3 Jahren so die ersten Research-Ergebnisse. Also dann hat man auch gesagt, okay, Robusta wird eine größere Zukunft haben durch Klimawandel. Und jetzt vor 2, 3 Jahren hieß es ja doch in den ersten Studien, okay, der Klimawandel wird eigentlich so extrem, dass selbst Robusta es gar nicht mal so einfach haben wird. Wie ist das Ja. so in den letzten Jahren bei dir gewesen auf der Farm? Hattest du mehr Probleme mit irgendwie Anfälligkeiten und so weiter? Man merkt schon, dass einige Krankheiten häufiger auftreten. Sorry, das Huhn. ja, also ich fand es immer wieder lustig zu lesen und von Leuten zu hören, ja, Robusta ist so einfach anzubauen, einfach in den Boden und warten, bis Früchte kommen oder Kirschen kommen und pflücken und alles ist gut. Robusta hat auch Krankheiten, auch viele Krankheiten und auch Krankheiten, wo die ganzen Bäume einfach absterben aufs Mal. Und da muss man halt, wie im Arabica auch, da hinterher sein. Wir spritzen nicht, also wir nutzen keine Pestizide oder so gegen irgendwelche Krankheiten. Sorry. wir nutzen keine Pestizide oder irgend sowas. Das heißt, wenn je nach Krankheit, was wir irgendwie gesehen haben, dann werden wir den ganzen Baum rausnehmen und neu pflanzen. Den Baum rausnehmen, verbrennen und neu pflanzen. Man kann einiges tun gegen Pestizide oder gegen Krankheiten, sprich ein richtiges Pruning. Wie sieht ein richtig, was spricht die, wie sieht die Baumsilhouette aus? Genug Wind durch die Mitte des Baumes. Also man kann schon einiges machen, den vorzubeugen, aber es ist ein Mythos, dass Robusta-Bäume weniger anfälliger sind, beziehungsweise nicht so anfälliger sind wie Arabica-Bäume. Wie groß ist eigentlich deine Farm? Vielleicht, das wäre nochmal ganz interessant. Und dann vielleicht, wie für mich oder für die Zuhörer, wie kann man sich das vorstellen? So wie viel macht so Kaffee vom Farmalltag aus, auch in der Jahreszeit, vom Ertrag? Also hast du auch andere, was baut ihr sonst an? Ich nehme an, irgendwie Obst, Gemüse und so. Wir haben jetzt hier oben noch, also auf dem Hügel, noch so circa 60 Äcker, 55 Äcker. Und davon benutze ich jetzt für die Kaffeeproduktion, wie ich es jetzt für Coffee Hino gemacht habe, eben circa 30 Äcker. Ja, es nimmt natürlich die meiste Zeit in Anspruch, klar. Kaffee, aber wir haben noch eine kleine Piggery Farm, also Schweine, die einfach so dazugehören. Für mich, wenn ich jetzt für mich selber sage, ich will irgendwie organisch Kaffee anbauen, dann brauche ich Dung und brauche guten Dung. Und meine Schweine geben mir den Dung, den ich für die Kaffeebäume benutze. Dann haben wir noch ein paar Hühner, wie ihr schon gehört habt, und 2 Truthähne. Und was haben wir sonst noch? Ja, Früchte, also viele Mangobäume, Avocadobäume, die wir auch als Schattenbäume nutzen natürlich. Papayas, die wir jetzt noch zusätzlich noch pflanzen, weil wir auch in naher Zukunft eine Papaya-Fermentation machen wollen. Da wollen wir natürlich sagen, das kommt alles von der Farm. Bisschen Ananas. Bisschen Vanille,
Ja, so Sachen. Ja, spannend. Und kannst du das sozusagen, hast du, wie viele Mitarbeiter brauchst du, um so eine Farm zu managen? Wie viel seid ihr? Jetzt, wir Pflücker, die jetzt gerade hier sind, aber in der Saison sind, sind es 12. 12 Pflücker. Warum 12? Das klingt wahrscheinlich ein bisschen wenig, aber leider, also, es ist so, dass wenn du zu viele Pflücker hast, siehst du, dass die Qualität an roten Kirschen einfach mit der Zeit runtergeht, weil einfach jeder viel pflücken möchte. Und dann brauchst du so ein gutes Maß an Arbeiter, die wirklich dann, wenn sie pflücken, nur die roten Kirschen pflücken und die finden am nächsten Tag auch noch rote Kirschen. Hätten wir jetzt 20 Mitarbeiter, müssten wir vielleicht ein Drittel wieder aussortieren, bevor wir verarbeiten. Daher sind wir gerade mit 12 wirklich gut dabei. Die machen wirklich guten Job. Pflücken jeden Tag von 6:30 bis abends um 6. Also das ist schon hart und bin super zufrieden mit denen. Cool. Und außerhalb der Saison, je nachdem, was zu tun ist, sind eigentlich immer drei bis vier sind ständig da. Die bleiben dann hier 6, 7 Monate und der Rest kommt dann, wenn eben Saison ist. Ja, spannend. Und das Thema, du hast es ja eben schon gesagt, du baust ja eigentlich organisch an. Ist das irgendwie für dich relevant als Produzent, dieses Biosiegel zu gewinnen oder siehst du da keinen Mehrwert oder was ist da so deine Haltung zu? Hast du da mal? Ja, nee, also ich sehe da in dem Siegeln sehe ich da absolut keinen Mehrwert, weil ich weiß für mich, wie ich arbeite und jeder, auch wie ihr auch, könnten jederzeit auf die Farm kommen und würden sehen, wie wir hier arbeiten. Auch für mich persönlich, ich will keine Chemikalien nutzen, will keine Pestizide nutzen. So versuche ich eben zu arbeiten und Also dieses Siegel, da wird oft viel mit gespielt, habe ich so das Gefühl. Also ich habe da eher lieber Vertrauen zu den Kunden und die Kunden müssen dann irgendwie Vertrauen zu uns hier haben, dass wir wirklich so biologisch, organisch wie möglich arbeiten. ja, cool. Ich habe noch zwei Fragen, die mir in den Sinn gekommen sind. Während du erzählt hast, das eine, du hattest es angesprochen, dass eure Region besonders geeignet ist für Red Honey. Ja. Also. Was zeichnet denn Sembambule oder eure Region aus? Zimbabwe war ja nie wirklich so, wenn du in Uganda diese ganzen Top-Regionen, da hast du immer Mount Elgon, Bugisu, Kasese, Rwenzori. Zimbabwe war nie wirklich auf der Karte so für guten Kaffee. Es ist einfach unser Klima ist einfach ein bisschen was anderes, wie du gehst einfach nur 100 Kilometer weiter, da regnet es. Also wie, ich kann es nicht wirklich darlegen, aber es ist leider, es ist wirklich so, dass wir, wenn es dort 3 Monate regnet, regnet es bei uns vielleicht nur einen Monat. Und dadurch haben wir mehr Sonnentage wie andere Regionen im Land. Es gibt natürlich auch andere Regionen, wo die klimatischen Verhältnisse gleich sind und auch gute Red Honeys oder Black Honeys auch machen können. Nur man sieht es auch, wenn man, denke ich, Red Honey macht, wie viel Kaffee fermentiert auf der Trocknungsfläche. Also, ne, also es kann schon mal passieren, dass du Red Honey oder Honeys auf die Fläche machst und du hast 3 Tage Regen. Und nach dem dritten Tag siehst du schon, dass der Kaffee anfängt zu fermentieren. Und der hat nicht mehr die gleiche Qualität wie derjenige, der vielleicht in den ersten Stunden auf der Trocknungsfläche ein bisschen Sonne bekommen hat. Und daher ist es halt immer schwierig, auch in höher gelegenen Regionen Honeys zu machen, die konstant eine gute Qualität hat, weil da oben einfach erstens kühlere Temperaturen sind und teilweise einfach der Regen durchgehend ist. Und wir haben hier eigentlich, obwohl es jetzt gerade regnet, in einer Stunde scheint wieder die Sonne. Bin mir ziemlich sicher. Wie hoch liegt ihr denn, deine Farm?
Wir sind ja auf 1250 Meter, schon sehr hoch für Robusta. Durchschnittlich, glaube ich, Robusta Thailand, auf wie viele Meter sind die? Weiß nicht. 100 oder sowas, also kannst Ja. ja theoretisch, glaube ich, bis auf 0 Meter Genau. anbauen, Ja. ne? Das ist wirklich hoch, ja. Also wir sind schon sehr hoch für Robusta eigentlich. Ich hatte Hannes das gestern schon geschickt. Ich habe zufällig bin darauf gestoßen, dass Uganda oder eure Coffee Organization ausgetreten ist aus der International Coffee Organization und dass Ja. es da Meinungsverschiedenheiten unter den Farmern gibt, wie sinnvoll die Entscheidung war. Hast du da eine Meinung zu? Wie hast du das erlebt? Für den Export an sich hat es nicht wirklich eine große Veränderung. Also früher hast du dein Zertifikat auf dein ICO-Zertifikat eben von ICO bekommen. Jetzt bekommst du es von der Uganda Coal, der UCDA. Ich weiß nicht, was der Gedanke, beziehungsweise die Gedanken, die Sie da aussprechen, warum Sie ausgetreten sind, für die Herren wahrscheinlich nachvollziehbar, für viele Farmer eher nicht. Gut, wir wissen auch nicht genau, was so die Benefits für die UCDA da bekommen hat von der ICO oder wo jetzt dann quasi oder wie sie es jetzt regeln möchten, ich habe keine Ahnung. Wir versuchen erstmal hier unser Ding zu machen. Alles, was dann kommt, muss man dann mal schauen, wenn es wirklich dazu gekommen ist. Und du machst das jetzt seit circa 10 Jahren und die 1 Million Euro-Frage zum Abschluss ist natürlich, bist du glücklich? Bist du zufrieden, dass du den in die Fußstapfen deines Großvaters und dann deines Vaters getreten bist? Sehr, also ich bin sehr zufrieden. Es war natürlich am Anfang eine Umstellung. Ich kam ja ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich. Ich war ja in der Unternehmensberatung und hatte dann das Glück bekommen, das Glück gehabt, ein Sabbatical zu bekommen von meinem Arbeitgeber damals und konnte quasi das erste Jahr dann so als Tryout nutzen. Und ich meine, ich kannte Uganda und ich kannte die Farm und aus Urlauben, ich meine, 86 war ich das erste Mal hier auf der Farm. Und als ich dann klar zum Urlaub hergekommen bin, war ich nicht mal natürlich nicht die ganzen Wochen hier auf der Farm, sondern ne, was man halt macht, Safari und so Sachen. Aber es war halt schon nochmal was anderes herzukommen und dann wirklich arbeiten zu müssen. Und dann, ja, um einfach das Leben unterhalten, also, was zu verdienen. Ne? Also, das war schon mal was anderes und spannend. Und ich erinnere mich noch, nach, glaube ich, 2 Monaten im Sabbatical habe ich gleich meine Chefin damals angerufen und habe gesagt: Du, ich glaube, ich komme nicht mehr. Weil es mir so Spaß gemacht hat. Und was. Es war dein eigenes Ding, dein eigenes Baby, wo du, ne, du fängst da an, Sachen zu entwickeln. Und es ist ein gutes Produkt einfach. Und Leidenschaft gehört dazu natürlich, aber viel experimentieren, viel, man kann so viel machen mit Kaffee. Und wenn es dir dann noch on top wirklich ein guter Kaffee wird und ihr habt gesagt, dass er ein guter Kaffee ist, dann freut mich es natürlich umso mehr. Ich wünschte, mehr Berater würden Kaffeefarmer werden. Dann Ja. wären die auch mal für was gut. Fantastisch. Das ist die richtige Ja. Richtung. Eine Frage habe ich jetzt noch zum Abschluss, Stefan, an dich. Und zwar, wenn du jetzt Kaffee trinkst oder ihr in der Region, in der Stadt, trinkst du immer deinen Kaffee? Trinkst du Robusta? Wie verbreitet ist so Robusta als Pottkaffee, sei jetzt auch mal bei euch in Uganda als Filterkaffee oder wie auch immer ihr den Pott so zubereitet. Ja, also sind zwei Seiten. Einmal hier in der ländlichen Gegend trinkt eigentlich keiner Kaffee, außer mir. Das ist immer noch, das ist kein Mythos, dass die meisten, die Kaffee haben und Kaffee verarbeiten, in welcher Form auch immer, trinken ihren eigenen Kaffee nicht. Und viele wissen teilweise noch nicht immer, was damit passiert, wenn er
die Farm, die Region verlässt. Also es ist noch viel, viel Arbeit. Auch meine Arbeiter, die wussten teilweise nicht, was danach passiert. Also wenn der Kaffee gepflückt ist, das habe ich dann über Monate mit denen, bin ich mit denen durchgegangen und denen ihren Kaffee gegeben, den sie gepflückt haben und dann getrunken haben. Und fanden sie dann nicht ganz toll und haben dann auch verstanden, warum es wirklich notwendig ist, nur die roten Kirschen zu pflücken. Also hier trinkt, wie gesagt, trinken die meisten Leute nur Tee. Aber in der Stadt ist so ein Wandel. Also es kommt mittlerweile so diese Kaffeeszene. Es gibt immer mehr auch wirklich gute Coffeeshops, die wirklich guten Kaffee machen, mehr Baristas, Leute, die wirklich die sich da irgendwie kleine Rösterei aufgemacht haben, so mit 5 Kilo, 7 Kilo Röstern. Also es wächst und es wird auch noch in den nächsten Jahren wachsen, wie es jetzt aussieht, wie es danach aussieht. Also ich bin da relativ gut davon überzeugt, dass diese Kaffeeszene hier in Uganda wächst, weiter wächst, sagen wir mal so. Ja. Ja, schön zu hören. Ich meine, das ist ja auch irgendwie wichtig oder eine schöne Wertschätzung dann auch. Also es macht ja auch Sinn eigentlich in den produzierenden Ländern. Aber klar, da gibt es große Unterschiede. Ne? In Äthiopien gehört es ja da zur Tradition dazu. Ja. Ist in anderen Regionen hier, sprich Bugisu. Ja, 12.30 Uhr. Ich kenne mein Abendessen heute. ja, in solchen Anbauregionen wie Bugisu, Kasese, so, da ist so die Tradition ein bisschen anders, ein bisschen mehr mittlerweile so, weil auch viele Touristen kommen und die wollen natürlich dann auch mal handgerösteten Kaffee haben und das haben dann die Einheimischen auch übernommen und rösten dann teilweise ihren Kaffee auch selbst. Aber hier in unserer Region, da ja, also ich röste in der Pfanne zum Beispiel hier zu Hause. Ja. Ich weiß, ich hatte schon vor einer halben Stunde angekündigt, dass das die letzte Frage ist, aber gerade wo du es gesagt hast, hast du mal in Deutschland rösten lassen? Habe ich das richtig verstanden? Ja, also ganz am Anfang, als ich als Coffee No gegründet wurde, habe ich den Kaffee in Rohkaffee nach Deutschland gebracht und in Deutschland rösten lassen und dann zu den Endkunden gebracht. Also ich wollte diese ganze Kette quasi selbst machen, soweit es ging. Rösten lassen in Deutschland ist relativ teuer. Also es war vielleicht aus Business-Sicht gesehen schwierig, aber so für den Anfang, um auch den Leuten wirklich ein Robusta bis an die Tür zu bringen, war es einfach notwendig. Einfach mal, weil du damals noch keinen Retailer irgendwie gefunden hast, der den Robusta mit ins Programm aufgenommen hätte. Daher habe ich mir dann gesagt, das mache ich alles selbst. Über die Jahre dann aber habe ich gesagt, okay, warum nicht die ganze Wertschöpfungskette in Uganda lassen und habe dann in Uganda rösten lassen. Natürlich war zu dem Zeitpunkt die Röster nicht auf dem Standard, wie sie jetzt in Deutschland oder wie Duhan ist oder so. Natürlich war eine ganz gute Röstung, also hat den Leuten auch geschmeckt. Aber dann war es für mich, ich war mehr oder weniger noch so eine Einzelperson. Und meine Arbeit ist eigentlich so die auf der Farm, also wirklich verarbeiten, in den Feldern sein. Das kostete dann viel Zeit, dann auch noch nach Kampala zu fahren, den Kaffee zu rösten, zu verpacken, zu labeln, nach Flieger zu stecken. Danach. Also es war einfach zu viel. Und da war ich natürlich froh, dass dann, wie unter anderem ihr Coffee Circle, darauf auf den Kaffee irgendwie aufmerksam geworden seid als Rohkaffee. Und seitdem verkaufe ich jetzt nur noch Rohkaffee, was für mich einfach viel einfacher und angenehmer ist. Du kennst uns und gerade deutsche Röstereien schon so ein bisschen, es ist eine sehr breite Frage, aber gibt es irgendeinen wichtigen Unterschied, Rösten wie in Uganda geröstet wird versus wie in
Deutschland geröstet wird, also vom Equipment her, von der Ja, Ausstattung? das ist der wichtigste Punkt eigentlich, Equipment und Ausstattung, ja. Also zum Beispiel, um das gleiche Röstbild zu bekommen, die haben keine Röstkurve, die angezeigt wird auf einem Laptop oder so, oder ein Röstvorgang, der irgendwie abgespeichert ist und du weißt, der wird eins zu eins wieder quasi abgerufen, wenn eine neue Batch quasi in die Röstmaschine kommt. Teilweise schauen sie sich einfach den ersten Batch an, wie braun der ist, und dann lassen sie den zweiten Batch einfach so lang laufen, bis die gleich ungefähr gleich aussehen. Es ist so, wie ich mein Risotto immer koche. Hauptsache, es sieht richtig aus. Genau. Also so wird teilweise hier noch geröstet. Also, aber es gibt auch mittlerweile gute Anlagen, die wirklich guten Kaffee rösten. Aber natürlich an europäische Verhältnisse kommen sie, glaube ich, noch nicht ran. Also dafür habe ich jetzt vielleicht auch zu wenige Röstereien hier in Uganda gesehen. Also die Röstereien, die ich kenne, die machen einen ganz guten Job. Aber bedarf natürlich noch ein bisschen an weiß nicht, an die Kleinigkeiten, ne? Sprich auch Röstkaffee dann vielleicht mit Luft trocknen und nicht auf einer Plane, auf dem Boden und so Sachen. Das ist, was halt noch so gemacht wird. Aber Ja, das wäre auch für mich mal interessant, das zu sehen, denke ich. muss doch vorbeikommen. Wird höchste Zeit, ne, Stefan, dass wir mal Wird sein. dich besuchen kommen. Ja. Okay. Ja, Hannes, wenn du nichts mehr hast. Vielen Dank für Ja. deine Zeit, Stefan, und für die Gerne. ausführliche Beantwortung der Fragen. Es macht immer wieder Spaß, mit dir zu sprechen und ein bisschen mehr zu erfahren. Gerade auch, weil wir ja noch nicht da waren. Aber ja, ich Ja. habe auch schon schöne Fotos und so weiter von der Farm gesehen, von der Verarbeitung. Und ich freue mich auf den Launch und wir werden das Feedback unserer Kunden mit dir teilen, beziehungsweise kannst du es dann auch direkt auf der Webseite lesen oder wir teilen es mit dir. Und Sehr cool, sehr schön. Bin ich vielen, gespannt. vielen Dank auch von mir. Es war sehr Gerne. informativ, sehr hilfreich und ich freue mich auf die erste Uganda-Reise. Ja, jederzeit. Jederzeit.